So Leute, ich bin jetzt hier an einem Stand angekommen, der mir empfohlen wurde von überauf. Dafür ist die Interzoo da. Das stimmt. Und ihr wisst, ich bin ein Fan der Überwachung, der Steuerung. Wer mich verfolgt, weiß, dass ich da momentan noch ganz tief in der Refactory drin bin. Aber was mich grundsätzlich immer an solchen Marken gestört hat, ob es jetzt, egal wer es ist, dass wir halt an diese Firmen gebunden sind. Und da kommt dieser Mann hier ins Spiel. Stell dich mal eben kurz vor. Ja, hallo. Wer bist du, was machst du? Mein Name ist Stefan Imke, ich komme aus Köln. Ich bin schon sehr lange im Bereich der LED-Entwicklung in der Industrie und im Bereich der Aquarienbeleuchtung tätig. Und ich habe mich die letzten 3 Jahre mal ein bisschen eingeschlossen und habe mir überlegt, wie kann man diesen ganzen Wust, der auf dem Markt ist, unter einen Hut bringen, und habe den Beacon praktisch entwickelt und auf den Markt gebracht, ja, als ein System, wo ich vorhandene Geräte sowie aber auch zukünftige Geräte entsprechend steuern und miteinander verbinden kann und über eine App meine Tagesroutinen halt abbilden kann. Das heißt also von verschiedenen Herstellern, ich sage jetzt mal ganz, ganz dumm, egal von wem, wenn es einen gewissen Grundstandard erfüllt, ja, ist möglich, in dein System zu integrieren, zu überwachen und zu steuern. Ja, soweit gehe ich auf jeden Fall. Wir haben natürlich Hersteller, die sind etwas verschlossener. Wir haben auch Hersteller, die sind etwas offener. Und da kann ich auch ganz einfach, ich bin nicht hier, um Werbung zu machen, aber im Endeffekt, zum Beispiel die Firma Tunzer hat ihre Systeme oder ihre Schnittstelle entsprechend so weit geöffnet, dass Interessierte, die es wirklich seriös meinen, auch entsprechende Informationen bekommen und dafür dann halt auch Adapter oder entsprechende Steuerungen bauen können. Mhm. Und ich finde, genau das ist die Zukunft. Das ist definitiv, ja. Weil ich muss ein bisschen offen sein, was die Schnittstellen angeht, um halt einfach auch mehrere Produkte miteinander zu integrieren, weil ich kann den Anwender nicht dazu zwingen, alles nur von einer Sorte zu kaufen, und man weiß auch nie, was die Zukunft bringt, sondern es soll ja jedem selbst überlassen sein, was man sich vom Markt rauspickt, dafür ist er ja da. Im Endeffekt ist ja die Problematik tatsächlich, man ist an diesen Hersteller, ich sage jetzt mal ganz doof, zum Beispiel die Refactory, ein sehr schönes System, aber man kann halt nur das mit dem System machen, was der Hersteller vorgibt. Genau. So, und da kommst du jetzt im Endeffekt ins Spiel. Ja. Das sieht jetzt alles, wenn ich da mal jetzt ein bisschen drauf zoome, erstmal ein bisschen wüst aus im ersten Moment. Was haben wir, ich sag mal, im groben Ansatz für Möglichkeiten? Was kannst du machen mit diesem System? Also es sieht wüst aus, aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, wir steuern mit diesem System jetzt hier aktuell 36 verschiedene Produkte. Okay. Und dafür, finde ich, sieht es nur halb wüst aus. Das ist richtig. Im Endeffekt verschwindet es ja auch im Unterschrank. Genau. Also ich habe auf jeden Fall die Möglichkeiten, die Module miteinander zu verbinden. Die ganze Sache ist wirklich extrem schön auch zu integrieren. Mit auch 1, 2, 3 Schrauben. Es wird alles mitgeliefert. Aber jetzt mal zu den Hard Facts. Ich habe einen Hub. Okay. Mein Hub spricht mit mir Bluetooth 5, Mesh, Low Energy oder, wenn es dann über die Cloud gehen soll, Wi-Fi 6. Also du stellst auch für das Gesamtsystem eine Cloud zur Verfügung? Ich stelle eine Cloud zur Verfügung, wer sie nutzen möchte, um von der Ferne zu steuern oder entsprechend alarmiert zu werden, der kann das natürlich machen. Für diejenigen, die sagen, nee, das reicht mir vollkommen, ich will das Ganze lokal steuern, weil ich bin dann sowieso vor Ort, findet die Kommunikation dann halt über Bluetooth 5 statt. Das heißt, sobald ich sag es mal, in die App reingehe und in der Reichweite von Bluetooth bin, verbindet sich das System selbstständig. Genau, oder er zieht sich dann halt, wenn ich außerhalb des Bluetooth bin, die Informationen über die Cloud, sprich dann halt über Wi-Fi. So, an dieses Hub kann ich bis zu 32 Module anschließen. Okay. Und das mit einer Gesamtmodullänge, also vom Abstand her von 100 Metern. Das also ist krass. Ich komme bei den meisten Aquarien auf jeden Fall von den Dimensionen und Anschlussmöglichkeiten mit hin und habe dann vielleicht sogar auch noch ein bisschen Reserve. Bei 100 Metern sollte das definitiv der Fall sein. Da kann man garantiert auch mehrere Systeme dann im Prinzip einbinden und überwachen. Und da kommen wir genau zu dem Thema.
Ich habe bei vielen Lösungen habe ich ungefähr 18 Wi-Fi-Punkte auf 50 Quadratzentimeter in meinem Technikschrank, weil richtig, ja. jeder irgendwie versucht, durch die Gegend zu funken. Mhm. Wi-Fi-Protokolle, gerade wenn ich keine wirklichen High-End-Router nehme, die jetzt auch mal 50, 80, 100 Access-Punkte auch verwalten können, mhm. kommen halt auch mal schnell an ihre Kapazitätsgrenze und übermitteln halt Daten nicht richtig, melden sich ab und so weiter und so fort. Ja, das kennt man. Und dadurch, dass ich halt nur einen Zugangspunkt habe und die gesamte Konfiguration praktisch hier im Mikroprozessor gespeichert ist, mhm. habe ich praktisch wie in einem Industriestandard auch, ja. jederzeit immer die komplette Kontrolle, dass die Geräte auch nach dem manuellen Modus automatisch in ihren automatischen Modus gehen, dass jeder halt richtig angesprochen wird, dass Steckdosen leicht richtig funktionieren, mhm. dass Sensoren richtige Verbindungen wiederherstellen und. Das heißt also, wenn ich einmal eine Konfiguration erstellt habe, ja. für mein Gesamtsystem, wie ich es nutzen möchte, ist es hier drin abgespeichert. Genau. Es arbeitet lokal. Genau. Und nicht cloud-basiert. Die Nein. Cloud ist im Prinzip nur dafür da, um die Daten abzurufen und gegebenenfalls zu verändern hier vor Ort. Nee, die Cloud, auch wenn ich woanders bin, hm? Kann ich es über die Cloud auch verändern. Ja, meinte ich ja. Ja, aber die Hauptkommunikation, machen wir uns nichts vor. Wenn du weg bist, hm? Willst du einfach nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Richtig. Wenn du vor Ort bist, möchtest du es entsprechend steuern, hm? Füttern, einen Wasserwechsel vornehmen, Strömung verändern etc. Genau, reinigen ja. etc. und dein Aquarium tune. Und deswegen ist es im Endeffekt egal, aber das Bluetooth-Protokoll vor Ort ist halt einfach mhm. das sichere und vor allen Dingen ist das Pairing halt schnell. Ja. Und für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt registrieren und Cloud haben wollen und vielleicht Bedenken haben etc., die verwenden halt einfach Bluetooth und mhm. können das praktisch lokal steuern, ohne Registrierung der App oder sonstige Sachen. Ja, das hast du mir eben ja gezeigt. Was du hast ja dann auch, die Möglichkeit, genau. wer halt seine Daten nicht ständig eingeben will, um in die Cloud zu kommen, kann genau. dann einfach hingehen, zack, ich überspringe das jetzt, ich bin vor Ort und dann verbindet sich das Gerät dann halt direkt per Bluetooth mit dem entsprechenden Hub. Genau, muss ich nicht registrieren und mhm. gar nichts machen. Also der ganze Datenschutz wird praktisch komplett eingehalten. Abgesehen davon stehen die Server eh in Deutschland. Also wir sind auf das jeden Fall noch. Da schon mal auf einer relativ sicheren Seite, mhm. was die Sache angeht. Ja, wir haben verschiedene Module, wir haben 0 bis 10 Volt Schnittstellen, wir haben Sensormodule mit 6 Ausgängen, wo ich Sensoren anschließen kann, ständig wachsende Anzahl, wir haben mhm. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasserstand, dann jetzt in der nächsten Entwicklungsstufe pH, Salinität, Redox. Genau, und Redox, also im Endeffekt ist es so, wir können jeden Sensor mit dieser MCU praktisch digitalisieren auf unserer Schnittstelle, mhm. sodass wir dann sogar für vorhandene Sensoren Module anbieten können, ja. die der Kunde selbst dann anschließt, um die alte Sonde dann halt auch kompatibel zu machen. Das ist schon mal sehr Weil genial. Es geht mir halt auch ein bisschen um Nachhaltigkeit, weil es immer einfach gesagt, schmeiß alles weg, kauf alles neu, dann funktioniert es. Mhm. Aber bei vielen funktioniert es, die wollen es einfach nur integrieren. Ja, oder die alten Schätze, die man halt noch im Keller liegen hat zum ja. Beispiel. Ja. Die lassen sich dann auch dementsprechend hier integrieren. Genau. Das ist halt die Geschichte. Dann haben wir halt einen Standard-Einkanal-Controller, wo ich jetzt zum Beispiel meine Dosierpumpe, meine ATO-Pumpe, meinen Lüfter entsprechend steuern kann. Hm? Oder halt die 5 Kanäle halt für unsere Leuchtensteuerung. Und dann natürlich halt die Steckdosenleiste, die durchaus mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt pro hm? Ausgang, Gesamtleistung, 3600 Watt, also 16 Ampere. Der ganz normale Standard. Der ganz normale Standard. Aber auch wenn ich jetzt mein Heizstab ein bisschen größer ist oder mein Kühler, dann macht er trotzdem nicht die Grätsche, sag ich mal. Und dann Wo ich jetzt noch mal kurz darauf hinweisen muss, du hast gerade deine Leuchten angesprochen. Ja. Also die Steuerung der Leuchten ist jetzt erstmal auf deine beschränkt. Genau. Ja, nicht, dass ihr da draußen denkt, ihr könnt eure Radions oder sonst irgendwas damit steuern. Das ist erstmal in der Form so nicht möglich. Also an und aus über die Steckdosenleiste, ja, aber halt nicht konfigurieren. Ich würde auch sagen, vielleicht ist es auch gar nicht gewünscht, weil jeder Hersteller hat seine eigenen Ideen, mhm. Hat seine eigene Simulation, hat seine eigenen Spektren und so weiter und so fort, was ja auch durchaus jedem selbst überlassen sein genau. soll.
die Marke oder die Marke für sein Becken auszuwählen. Da bin ich vollkommen wertungsfrei. Ich wollte es halt nur klarstellen, das damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Aber im Endeffekt ist es so, die Beleuchtung läuft ja über diese täglichen Routinen ja sowieso eigentlich immer ein bisschen separat und autonom weiter. Genau. Es ist ja nichts, was ich verändern muss, wenn ich füttere, wenn ich das Aquarium pflege, sondern es ist was, was ja eigentlich stabil ist. Und wenn einmal die Beleuchtung für die Korallen halt stimmt, genauso wie wenn einmal die Strömung stimmt, dann lässt man ja eigentlich relativ froh, dass es so ist, wie es ist. Richtig. Ne? So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Na. Wir kennen solche Systeme ja schon von verschiedenen Herstellern. Ja. Und müssen ja auch ganz ehrlich sagen, ob ich das jetzt mich auf einen Hersteller beschränke und somit bei ihm gefangen bin oder einen Hersteller wähle, wo ich gegebenenfalls ein Paket kaufe, aber nicht alles davon benutzen kann, muss ich immer noch relativ viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Und jetzt hast du gesagt, das System ist modular. Ich kann mir die Module dazu kaufen oder kaufen, die ich tatsächlich brauche. Aber was kostet der Spaß? Ja, also zum einen ist es modular und zum zweiten ist es natürlich auch erweiterbar. Ich vergrößere mein Aquarium, ich teile mein Aquarium auf in mehrere Aquarien. Ich kann jederzeit Module dazu kaufen. Wenn es neue Module gibt, kann ich die automatisch anstecken. Im Prinzip wird es von über auf. Genau, bis zu einer Anzahl von 32, Länge auf 100 Meter, liegen wir im Preisbereich zwischen 59 und 99 Euro für die Module, was eine, aus meiner Sicht, sehr gute Preisklasse ist, um sich flexibel halt auch da in dieser Automatisation oder Steuerung halt auch zu bewegen. Da muss man jetzt aber auch im Endeffekt sehen, man muss im Vorfeld genau wissen, was man haben möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur, ich sage mal, das 0 bis 10 Volt Modul brauche und das 2-Kanal-Modul, dann komme ich im Endeffekt unter 200 Euro da weg. Ja, man braucht halt noch das Hub. Ne? Das muss man halt noch dazu rechnen. Aber sagen wir mal, für 250, 280 Euro habe ich eine komplette Steuerung mit 6 Ausgängen im 0 bis 10 Volt und noch 4 Ausgängen im Einkanalbereich. Ja, das ist definitiv günstiger als wie das, was momentan allgemein so am Markt ist. Also es gibt ja verschiedene Hersteller. Wollen wir jetzt nicht unbedingt auf irgendjemanden genau eingehen, aber ihr wisst, wovon ich rede. Aber das ist definitiv eine Sache, die ziemlich genial aufgebaut ist. Finde ich cool. Vielen Dank. Und ja, wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich habe da so einen kleinen Minitank und dann gucken wir mal, was wir da veranstalten können. Da habe ich richtig Lust drauf, da mal ein bisschen. Da werden wir auch definitiv was geht machen. Und was nicht geht. Genau. Ja. Ja. Was können wir im Prinzip aus diesem kleinen autonom laufenden Tank noch rausholen, damit ich im Urlaub auch noch beruhigt bin, dass das Ding läuft? Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder wie kann ich es steuern? Was kann ich noch aus meinem Fundus aus dem Keller rausholen, damit reinbringen? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir angehen werden. Und wir wissen noch nicht genau wann, aber es ist eingestellt. Ja, auch gerne positives Feedback, negatives Feedback. Schreibt uns eure Aufgabenstellung hin, dass wir wissen, was auf dem Markt los ist. Wo ist euer Problem? Was soll gelöst werden? Wie sind die Ansätze? Das ist halt auch wirklich das. Hat er gerade eben schon gesagt, sorry, wenn ich hier ins Wort falle, ja, ist eine Sache von ein oder zwei Wochen oder von einer Woche, dann habe ich das realisiert und dann kann ich dir das geben. Ist okay. Ja, das ist tatsächlich, wie du auch eben schon gesagt hast, bei den Herstellern, es gibt sehr wenige Hersteller, die tatsächlich auf den Markt eingehen. Ja. Ja, die dann sagen, okay, die Community hätte gerne, kann ich das leisten? Oder bleibe ich starr in dem, was ich tatsächlich geplant habe? Und dass so ein System dann im Endeffekt auch noch erweiterbar ist, aufgrund von Kundenwünschen, finde ich absolut genial. Ja, und vor allen Dingen, es ist hier alles modular aufgebaut. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Wunsch da ist, zwei Sensoren, 0 bis 10 Volt und zwei Einkanalmodule in ein Modul zu bringen, dann machen wir das einfach. Wir können es in jede Richtung einfach kombinieren und miteinander verbinden. Und das ist halt das Schöne am Beacon. Wer jetzt sagt, das ist mir momentan alles zu viel, ich brauche nur eine Einzellösung. Es gibt den auch einfach als Bluetooth-Variante, den ich zwischen jedes beliebige Gerät, ob es jetzt mein Lüfter ist, stecken kann und kann die dann entsprechend dimmen, steuern und über 10 Timing-Punkte am Tag
halt entsprechend ein, ausschalten oder das ist ja mal eine geile Sache. Wie ich das auch immer haben möchte. Und das ist mit allen möglichen Geräten machbar? Also sprich, ja, also wir haben es jetzt erstmal einkanalig, wobei es ist ja sehr viel einkanalig. Ja, du hast also ja hier auch schon... Und das, die Fünfkanalgeschichte halt jetzt hier für die Leuchten, aber mein Lüfter, meine Dosierpumpe, viele einfache Pumpen. Später wird es das natürlich auch für Strömungspumpen als Nachrüstsatz geben für jemand, der nur damit anfangen möchte. Das ist natürlich ist das mit dem System dann in einer App zusammenschalt- und verwaltbar, keine Frage. Aber so kann man halt auch einen kleinen Anfang, wenn man jetzt nur eine Einzellösung braucht, wo einem noch irgendwas fehlt, damit man das Produkt halt entsprechend smart und intelligent machen kann. Sehr cool. Also aus analogen Geräten smarte und intelligente Geräte machen. Smart up your device. Ja, sehr guter Spruch. Sehr guter Spruch. Gut, vielen lieben Dank für den Einblick. Daniel, und tausend Dank. Wir werden es auf dem Kanal sehen. Ja, vielen Dank. Wir werden es machen. Guck mal. Nicht wegschmeißen, das brauchen wir noch. Ich habe es angefasst. Alles klar. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Daniel, tausend Dank. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.